Was ist Arteriosklerose? Gefäßveränderungen können durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Störungen des Fettstoffwechsels sowie durch ungesunde Lebensweisen wie Rauchen, erhöhten Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Übergewicht und Mangel oder Fehlernährung verstärkt werden. Diese treten auf, wenn Blutgefäße beschädigt sind, wie zum Beispiel hoher Blutzucker, Schadstoffe oder Stress, wodurch Risse entstehen. Wenn die Wände der Blutgefäße lecken, können Fett, Cholesterin und Kalzium eindringen und Ablagerungen bilden. Währenddessen versucht der Körper, die Risse mit Narbengewebe zu heilen. Dadurch entsteht die sogenannte Plaque. Infolgedessen werden die Wände der Blutgefäße aufgrund dieser Veränderungen dicker und steifer. Die Durchblutung der Arterien ist schlecht, was zu Durchblutungsstörungen führt. Die Plaque kann sich im Verlauf der Krankheit ablösen. Es bildet sich ein Blutgerinnsel, das auch ein Blutgefäß verstopfen oder sogar verstopfen kann. Diese Blutgerinnsel können durch die Blutbahn wandern und Blutgefäße im Organ verstopfen. 7 Anzeichen verstopfter Arterien. Arteriosklerose betrifft grundsätzlich alle Arterien. Arteriosklerose entwickelt sich langsam und ist in der Regel schleichend. Daher manifestieren sich diese Zeichen meist erst im Alter. Die Symptome hängen davon ab, welche Blutgefäße im Körper betroffen sind. Eine verminderte Durchblutung des Herzmuskels äußert sich als enge Gefühl in der Brust oder Schmerzen in der linken Brust. Durchblutungsstörungen im Gehirn machen sich durch verschiedene Symptome bemerkbar. Dazu gehört Schwindel, Lähmung, Taubheit, Übelkeit, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Hörverlust. Verstopfte Halsschlagadern machen sich durch Funktionsstörungen des Nervensystems wie Lähmungen oder Sprachstörungen bemerkbar. Ein Schlaganfall droht. Sie macht sich durch Funktionsstörungen des Nervensystems wie Lähmungen oder Sprachstörungen bemerkbar. Eine Darmarterienstenose äußert sich in starken, krampfartigen Bauchschmerzen, Blut im Stuhl, Übelkeit und Erbrechen sowie Blähungen. Ergebnis: lebensbedrohliche Darminfektion. Präsentiert sich mit starken, krampfartigen Bauchschmerzen, Blut im Stuhl, Übelkeit und Erbrechen und Blähungen.